in der Nähe von Graz in Österreich. Hier sind Such- und Rettungshunde im Einsatz, wenn die Polizei bei der vermissten Suche nicht mehr weiter weiß. Urs ist ein sogenannter Man-Trailer. Mein Partner Urs ist ein belgischer Schäferhund, ein Malinois, ist jetzt 5 Jahre alt und ist seit 2,5 Jahren ein Einsatzhund. Und ich muss sagen, ich habe jetzt 4 Leute positiv gefunden mit den Urs über das System Mentrailing. Heute begibt sich Urs auf die Suche nach einer Frau und ihrem Sohn. Ein Training, das wichtig ist, um Urs Nase fit zu halten. Nur ein Atemzug reicht aus, damit Urs den Geruch der gesuchten Person in der Nase hat. Mit dem Schlecken über seine Schnauze bindet Urs die Geruchsmoleküle an seine Geruchssensoren. Einmal abgespeichert, weiß Urs genau, welchem Geruch er folgen muss. Jetzt leistet Urs Nase Bemerkenswertes. Er riecht menschliche Hautschuppen. Jeder Mensch verliert pro Minute 40.000 davon. Diese mit dem bloßen Auge nicht sichtbaren Partikel hinterlassen einen ganz spezifischen Geruch, der bei jedem Menschen so einzigartig ist wie sein Fingerabdruck. Dieser Geruch bleibt überall hängen, auf der Straße, in Gebüschen, an Häuserwänden. Urs Nase ist ein phänomenaler Sensor, der diese feinen Geruchspartikel wahrnehmen kann. Doch nicht nur Urs muss arbeiten. Man-Trailing bedeutet vor allem Teamarbeit. Das Man-Trailing ist die ehrliche Arbeit für einen Hund. Er kriegt von mir keinen Zwang. Er geht mit Freude und je mehr er sich freut, er zeigt sehr viel mit seinem Schwanz an, seine Ohren, der Hund zeigt alles an und das ist das Schöne am Mentrailing, den Hund lesen zu lernen und mit ihm zu arbeiten. Dabei ist die größte Herausforderung für Armin, seinen Hund möglichst nicht zu beeinflussen. Dreht sich Urs auf dem Weg nochmal um, bedeutet das nicht, dass er die Spur verloren hat. Er versucht vielmehr herauszufinden, wo sich der frischeste Geruch befindet. Dafür setzt Urs, wie alle Hunde, eine ganz besondere Technik ein. Er riecht in Stereo. Das ermöglicht ihm, mit der linken Nasenhälfte die linke Umgebung abzuscannen und im gleichen Atemzug mit der rechten Nasenhälfte die rechte Seite zu bewerten. So unterscheidet Urs, von welcher Seite der frischere Geruch kommt und wird diesem folgen. Am Ende ist die größte Belohnung für Armin und Urs, wenn die Vermissten gefunden werden. Das ist eigentlich das Schönste, mit Hunden zu arbeiten und den Dank von ihnen genießen, wenn sie bei jeder Arbeit nicht den Schwanz einziehen, sondern trotzdem wählen und sagen, Chef, mit dir ist lustig. Für Hunde sind ihre Besitzer...